Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Talk-Episode sprechen wir über Employer Branding im digitalen Raum. Also wie kann man Employer Branding auf Social Media, auf sonstigen digitalen Kanälen umsetzen, die Arbeitgebermarken kommunizieren und eben gegen außen einen attraktiven Arbeitgeber geben, beziehungsweise natürlich nicht nur gegen außen, sondern auch gegen innen, denn auch Mitarbeitende sind natürlich auf diesen Kanälen vertreten. Und dazu habe ich eine Expertin eingeladen, für mich die Employer Branding Expertin in der Schweiz. Sie lacht schon. Ich sage auch gleich, weshalb. Denn wir haben schon gemeinsam zusammengearbeitet in einer vorherigen Agentur. Sie war dort die, aus meiner Sicht, so die Content Queen. Ich bin heute noch immer nicht überrascht, sondern immer noch erstaunt und eigentlich auch neidisch, wie sie Inhalte zu Papier bringen kann, beziehungsweise wie sie auch Instagram-Postings oder LinkedIn-Postings formulieren kann, wie sie früher das Community-Management für eine Vielzahl von Kunden geführt hat und so eigentlich Communities zum Glühen gebracht hat, aber auch wieder ohne Probleme ablöschen konnte. Jetzt arbeitet sie bei der Schweizer Sachversicherung Helvetia und ist dort verantwortliche Employer Branding für Employer Branding und Vielfalt. Und nebenbei, beziehungsweise in ihrer zweiten Tätigkeit, ist sie Beraterin für Personal Branding und Inhaberin der Personal Branding Agentur Y-Brand. Und wenn das nicht genug ist, sie hat auch noch zwei Kinder, ist also eine absolute Power-Mom. Hallo und herzlich willkommen, Senada Kadic. Hallo Thomas, oh, danke vielmal. Ja, ich bin fast rot geworden, aber doch, ich bin rot. Danke vielmal, so cool. Bitte, ja. Ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute gemeinsam über das Thema Employer Branding sprechen dürfen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Ich stelle meinen Gästinnen und Gästen immer noch zwei Einstiegsfragen. Und die erste ist, auf welches Tool oder auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten? Ja, ich gehöre natürlich auch zu diesen Gästinnen und deswegen ist das eine Frage, die ich vorbereiten konnte. Gell? Nein, aber bei mir ist es tatsächlich auch wie bei den meisten Teams, weil ich wirklich in sehr vielen Austauschmeetings bin in dieser Rolle, die ich habe. Man merkt, Employer Branding wird immer wichtiger, genauso wie Vielfalt bei uns im Unternehmen und auch ja auch sonst. Es ist wirklich viel im Tun und der Fachkräftemangel ist da und deswegen ja und diverse Ideen und Projekte genau laufen auf Hochtouren und deswegen sind wirklich tägliche Austauschmeetings nicht mehr wegzudenken und das, was meine Meetings unterstützt, ist sicherlich daher OneNote. Das ist das zweite Tool. Genau, das hilft mir zu denken und alles zu behalten und meine, ja, irgendwo meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Also könnte ich auch nicht mehr ohne. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, was du da erwartet hast, aber das ist tatsächlich Teams und OneNote. Nee, eben, wenn es die meistgenutzten Tools sind, dann perfekt. Genau. Microsoft-Umgebung. Ja. Mit genau. Copilot, das hat ja Thomas und ich auch schon in einem Manfred Talk besprochen, was da die Möglichkeiten sind. Also da aus meiner Sicht zwei sehr gute Tools, die auch gut zusammenarbeiten dank Copilot. Genau, ja, da bin ich auch gespannt. Sind wir auch schon am Testen. Genau. Die zweite Frage passt bei dir aus meiner Sicht wie die Faust aufs Auge, denn als kleiner Einschub, als wir zusammengearbeitet haben, hatten wir so ein Projekt für eine Online-Konferenz in Bern, wo wir einen Livestream machten. Und ich habe dann eigentlich Senada vor die Kamera gedrängt. Sie musste da die App Snapchat erklären. Das Video findet ihr übrigens immer noch. Nein! Also sucht einfach nach Senada und Snapchat und ihr werdet da fündig, wenn ihr sie da mal in Action sehen wollt. Ist schon ein paar Jahre her, ist aber immer noch zu finden. Und seither ist immer so, ja, ich mache dich Fame. Und deshalb auch die nächste Frage. Wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du wählen?
Genau, ja, das ist, ich mag mich erinnern an diese Aufnahme und ich habe mir das auch überlegt, dass ich das noch hier einbauen möchte, weil ich habe InTouch ausgewählt. Genau. Also ja, wenn ich es irgendwann als Z-Promi geschafft habe, Thomas, dann kann ich es definitiv dir verdanken und deswegen ist das so genau mein Anspruch, dass ich es irgendwann in ein Klatschheftchen schaffe. Aber ich glaube, momentan bin ich einfach zu langweilig und ja, genau, ich bin einfach zu langweilig noch für diese Blätter. Gut, als Personal Branding Coach wüsstest du ja, wie du auf dich aufmerksam machen könntest. Und für InTouch braucht es ja meistens dann irgendeinen Skandal. Also da irgendwo in Zürich irgendwas zerschlagen und dann laut InTouch rufen und das könnte dann eventuell was bringen. Oder andere Methoden. Also genau, das Gute ist meistens, ich weiß, wie es gehen würde, aber ob ich es dann mache, das genau, müssen wir noch schauen. Nein, also ja, wirklich coole Frage. Auch immer wieder spannend, was deine Gäste sagen, aber ich dachte, ich mache mal was anderes. Also ja, bei mir ist Sehr InTouch. gut. Genau, und dann vom InTouch zum Thema, und zwar Employer Branding oder eben auch die Arbeitgebermarke im digitalen Raum präsentieren bzw. kommunizieren. Und da direkt meine erste Frage zum Thema, so was bedeutet es heutzutage, Employer Branding im digitalen Raum zu machen, beziehungsweise was sind so Aspekte, die man beachten muss? Ja, also das ist eine wirklich gute Frage, eine gute Einstiegsfrage oder beziehungsweise, wo fangen wir an? Also ich denke, grundsätzlich hat man irgendwo mal festgelegt, was ist man als Arbeitgeberin? Also was ist unsere Value Proposition und das genau die sogenannte EVP. Und wenn man die hat, dann geht es darum, die zum Leben zu erwecken. Und zwar auf allen Kanälen, sei es online oder offline, aber die muss natürlich gelebt werden, der muss Leben eingehaucht werden und am besten durch Geschichten, durch Content Pieces, die man dann halt auf verschiedenen Kanälen verschiedentlich entwickelt. Also das fängt an, man kennt das von den typischen Karriereseiten, über Stellenanzeigen, Intranet, auch ganz wichtig, nicht vergessen, Newsletter, dann irgendwie natürlich die ganzen Social Media Kanäle, Performance Marketing Kampagnen, also, und was eben bei uns jetzt speziell wirklich ein großer Teil ist, des Digital Marketings, wenn man so will, ist der Corporate Influencer Marketing, genau. Das ist auch wieder ein eigenes Thema, wo man da behandeln könnte. Genau. Wenn jetzt ein Unternehmen eben einen EVP hat, also den Employer Value Proposition, so gewisse Fragestellungen, eben welche Werte möchte man vermitteln, beziehungsweise welche Werte gibt man den Mitarbeitenden, wenn man jetzt den EVP erstellt hat, und jetzt hingeht eigentlich an die Umsetzung der Employer Branding Strategie, die auf dem EVP basiert. Wie sollte man vorgehen, um eben die Arbeitgebermarke im digitalen Raum ansprechend zu präsentieren? So, dass es auch nicht, sagen wir mal, gekünstelt rüberkommt. Ja, genau. Also was wir sehr gerne verwenden, wenn wir das machen, weil wir haben gerade auch unsere EVP geupdatet, das ist ja alle paar Jahre nötig, weil sich auch die Kultur verändert, weil sich die Strategie verändert. Genau, und wir machen das so, und da wirst du jetzt lachen, weil das ist nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich und Thomas, wir haben mal vor ein paar Jahren ein Modell entwickelt, wir hatten das die Content Matrix genannt, und genau, und die wenden wir tatsächlich an, wenn wir unsere Themen planen oder planen, wie wir die Werte in den Content einfließen lassen. Und die funktioniert so, es ist eine Art Excel-Tabelle mit einer vertikalen und einer horizontalen. Und in der vertikalen füllen wir zum Beispiel eben die Werte der Arbeitgebermarke ein. Und in der horizontalen wären das die Zielgruppen. Und wenn man diese beiden Werte matcht, dann kann man quasi eine Serie konzipieren. Also wir nehmen den Wert, ich sage jetzt Vielfalt und Finance
zum Beispiel wäre jetzt unsere Zielgruppe, da müssen wir Stellen besetzen oder ja einfach auf unsere Arbeitgebermarke aufmerksam machen, dann sprechen wir zum Beispiel über die Vielfalt der Berufe oder über die über flexible Arbeitsformen, die wir haben, etc. Also da kann man sich wirklich ja so Beispiele bilden und die EVP entsprechend zum Leben erwecken mit Stories und mit den richtigen authentischen Werten. Genau, ja. Also authentisch ist so das Schlagwort, das dann immer auch nochmal drüber muss. Ist das authentisch und genau. Also es freut mich ja, dass die Content Matrix immer noch ihren Einsatz findet, weil wir haben die ursprünglich mal für einen Online-Lieferdienst erstellt, zusammen im Fimoar gesessen. Genau. Ja, siehst du, also es ist wirklich, ja, also ich finde, und es ist ja nicht, es ist ja keine, wie soll ich sagen, Rocket Science. Mittlerweile sieht man solche ähnlichen Modelle überall, aber tatsächlich, ich mag mich auch erinnern, wir hatten das nirgends gesehen, wir hatten das wirklich so spontan irgendwie gedraftet und das hat funktioniert und das funktioniert bis heute. Also das ist sehr einfach und sehr, ja, es klappt. Also es ist wirklich spannend, wenn man wirklich mal mit dem Brainstorming irgendwo nicht weiterkommt, wenn man so ein Modell nimmt und sich da ein bisschen Hilfe holt, was da dabei herausspringt. Daher kann ich das wirklich sehr empfehlen. Und gerne auch auf Thomas zugehen, wenn man da Unterstützung braucht. Die müsste ich jetzt wieder irgendwo suchen. Ja. Keine Ahnung, wo ich fahre, aber ja. Genau, aber das ist, also es ist eine Möglichkeit. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, aber so machen wir es hier. Und wir gehen dann wie immer einen Schritt weiter. Wir gehen dann schnell mal von dieser Content-Matrix in einen Redaktionsplan rüber oder in eine Jahres- oder Monatsplanung, was auch immer, wo wir dann die verschiedenen Maßnahmen planen, eben wenn es um Kommunikation speziell geht oder um Digital Marketing, dann arbeiten wir mit einem Redaktionsplan. Ja. Genau. Es ist ja so, dass man hat eine Arbeitgebermarke definiert oder eben ein EVP definiert, setzt das ja auch intern um. Also das ist, hat ja dann sehr viele auch Offline-Komponente, eben wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, wie kommuniziere ich mit Mitarbeitenden, wie mache ich Bewerbungsgespräche beispielsweise, also wie mache ich das Recruiting, die Formulierungen der Absagen, Zusagen etc. Also hat ja ein riesen Spektrum und jetzt im digitalen Raum habe ich ja, fehlt mir ja eine gewisse Ebene, um eben die Arbeitgebermarke zu kommunizieren. Also wie kann ich jetzt beweisen im digitalen Raum, dass ich auch wirklich das lebe, was ich kommuniziere? Ja, im Prinzip kommen wir jetzt wieder, also in erster Linie fallen mir jetzt hier natürlich die Corporate Influencer rein, die vielleicht diese Lücke füllen. Also ich kommuniziere eben natürlich authentische Stories, oder? Und es soll jetzt nicht irgendwie wie Hochglanz rüberkommen, sondern soll wirklich die echte Unternehmenswelt darstellen. Aber klar, noch authentischer können das die Mitarbeitenden machen. Und ich denke, die können das dann auch nochmal aus ihrer Perspektive zeigen. Und vielleicht füllt das diese Lücke. Oder wie siehst du das? Also ich denke, das ist wirklich schwierig, auch bei nicht nur bei Employer Branding, das ist auch bei anderen Produkten, Dienstleistungen der Fall, oder es gibt immer eine gewisse Lücke und die nennt sich eben, und die ist wichtig für die Reputation einer Marke, die man irgendwie dann ja auch versuchen muss zu steuern natürlich, aber gleichzeitig gibt es einfach Grenzen und es ist wirklich ein, also aus meiner Sicht wären es wirklich in erster Linie die Corporate Influencer, die hier vielleicht diese Lücke füllen können und dem Ganzen noch mehr Perspektiven verleihen. Ja, also eigentlich so ein Zwischending sind zwischen der, ich sage jetzt mal, Marketingwelt oder der Marketingkommunikation eben rund um die Arbeitgebermarke im digitalen Raum und dem effektiven Auftreten einer Firma, dass die das entsprechend schaffen. Du hast ja gesagt, bei der Helvetia ist das ein großes Thema. Corporate Influencer werden wir eventuell später nochmals darauf zurückkommen. Jetzt, wir haben ja im Employer Branding oder
wenn man Employer Branding betreibt, hat man ja verschiedene Zielsetzungen. Also ich kenne jetzt eine Zielsetzung, ist eben das Recruiting, dass man sagt, ja, man möchte auch neue Talente schaffen. Du hast es einleitend schon gesagt, eben der Fachkräftemangel, was natürlich heißt, dass ich die besten Talente auch für mich gewinnen möchte, wo Employer Branding unterstützen kann. Was gibt's für weitere Ziele im Bereich Employer Branding? Also ist das rein auf das Recruiting? Das heißt, wenn eine Firma genügend Mitarbeitende hat, dass sie kein Employer Branding benötigen, oder gibt's da noch andere Ziele, die man mit Employer Branding verfolgen kann? Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist gerade die Schwierigkeit, oder wieso ich das Thema, das du gewählt hast, so spannend von Digital Marketing, weil Digital Marketing im Kontext von Employer Branding zielt meistens auf Recruiter Marketing ab, also auf die Bewerbung von Stellen. Aber Employer Branding ist so viel mehr als das. Und eben jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf die kulturelle Schiene abrutschen. Das haben wir ja genau besprochen. Aber grundsätzlich Employer Branding ist einfach die Arbeitgebermarke natürlich nach außen oder nach innen auch zu leben und damit auch die Unternehmenskultur positiv zu, ja, zu fördern. Aber ja, ich denke, eben Recruiting ist sicher ein Ziel, um auf deine Frage zurückzukommen. Recruiting ist ein Ziel, dann eben Reputation, aber auch Awareness. Also da gibt es wirklich viele unterschiedliche Dinge, die jetzt bei uns eine Rolle spielen. Oder eben auch das Retention. Also Retention ist ein ganz großes Thema, gerade jetzt im Fachkräftemangel, ich sag mal, oder in der jetzigen Employer Branding Diskussion, dass man da wirklich gemerkt hat, hey, man hat so oft versucht, nach außen eine gewisse Wirkung zu erzielen, dass vielleicht das Ganze nach innen etwas zu kurz gekommen ist. Und da muss Employer Branding wirklich auch nochmal den Fokus schärfen, um mehr nach innen zu tun. Aber klar, da hört man manchmal auch nicht immer davon, oder was alles nach innen gemacht wird. Das nach außen, das kriegen wir eher mit als Außenstehende, aber ja, nach innen ist das auch sehr, sehr wichtig. Also ja, es ist eine wirklich vielschichtige Sache, und eben ich denke, Digital Marketing ist einfach auch nochmal so eine Disziplin, die dann für viele Employer Branding Verantwortliche obendrauf kommt oder Teams. Und gleichzeitig im Digital, wenn man jetzt nur im Digital Marketing tätig ist und diese Perspektive hat, dann ist es schwierig zu erfassen, wie vielschichtig eben so eine Employer Brand sein kann. Und das Ganze zu kombinieren, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, wie ich gemerkt habe. Also sich da auch die richtigen Partner zu finden. Und ja, es ist eine spannende Zeit, aber auf jeden Fall. Genau, tut sich viel. Im Recruiting, wo ja das Employer Branding unterstützen kann, oder allgemein eben auch das Angehen von Mitarbeitenden im digitalen Raum. Die Herausforderung, die ja bestehen, ist, dass man heutzutage die Zielgruppe nicht mehr so detailliert selektieren kann, wie man das noch vor 2-3 Jahren machen konnte. Das heißt, man ist eingeschränkt, auch wenn man jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt zurück auf Meta gehen und dort Recruiting-Kampagnen machen wollen. Wir haben ja sehr starke Einschränkungen, was die Selektion anbelangt, mit Alter, mit Geschlecht, mit Region, mit Interessen etc. Wie geht ihr da vor, dass ihr sicherstellen könnt, die richtigen Personen zu erreichen? Ja, also das ist auch etwas, das uns gerade aktuell in diesen Wochen wieder, ja, nicht Kopfschmerzen bereitet, aber doch, es ist schon auch für uns eine Herausforderung, und wir werden da verschiedene Sachen ausprobieren. Es gibt ja nicht den Weg, leider, das, ja, wisst ihr auch. Einerseits ist natürlich der Vorteil, wie du ja auch in deinem Podcast schon gesagt hast, targetingmäßig, muss man nicht mehr so viel wie auch schon. Also da gibt es teilweise gerade auf Meta ja mittlerweile gute KI-Funktionen, die da unterstützen können. Aber andererseits, genau, gibt es auch, also ja, Streuverlust gibt es trotzdem. Und dann doch kann man irgendwie versuchen, über zum Beispiel, wir werden jetzt testen, ob wir irgendwie unseren Podcast in einer Ad anbieten wollen und so durch diese Lead-Generierung dann ungefähr,
oder ein bisschen mehr über unsere Zielgruppe herausfinden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, gerade im Digital Marketing oder Performance Marketing, die wir jetzt gerade auch testen. Genau. Ihr habt im letzten Jahr in Berlin den Trendence Award 2023 in der Kategorie Beste Employer Branding Kampagne Strategie Konzern nicht gewonnen, aber zweiter Platz gemacht, hinter McDonald's und vor Deutsche Bahn. Gibt's andere Vorbilder in diesem Bereich, wo du sagen kannst, die machen Employer Branding im digitalen Raum wirklich top oder auf dieses Level oder auf diese Stufe möchtest du kommen? Also eigentlich gibt es ja nur noch McDonald's vor euch, wenn man das Ranking anschaut. Genau. Ja, also ich denke, Deutschland hat sehr coole Beispiele, die ich auch immer wieder beobachte. Und das, ich habe das Gefühl, eben die Schweiz ist immer noch in der Entwicklung, um auf dieses Level auch zu kommen, also oder auch auf das Vernetzen. Deutschland macht das schon eine Weile länger, das ist Fakt, und natürlich die USA. Also in der Schweiz genau ist das Thema natürlich auch langsam angekommen, aber ich weiß darum gar nicht, wo ich anfangen soll. In der Regel orientiere ich mich schon eher an dem, was gerade in der Schweiz passiert, weil hier natürlich auch unsere Zielgruppen sind meistens. Also wir schauen schon auch ins Ausland wie andere Firmen, aber ich bin immer wieder inspiriert, oder ich werde immer wieder inspiriert natürlich von Playern wie Swisscom oder ja, PostFinance. Also die machen teilweise wirklich coole Sachen, und das spielt, wenn man sich die verschiedenen Kanäle anschaut, gerade jetzt bei der Swisscom, die Webseite, die Stellenanzeigen, die sind immer, ja, die haben das wirklich zum Beispiel sehr spannend gemacht. Also die haben da gewisse Dinge eingebaut, die gab es vorher so noch nicht in der Schweiz. Und dann gibt es noch andere kleinere Firmen oder Firmen, von denen man es weniger erwartet hätte, wie eben zum Beispiel auch eine VBZ, die hat auch spannende Sachen schon in Sachen Employer Branding ja, herausgebracht. Also das ist ganz unterschiedlich, an wem man sich orientiert. Wir schauen natürlich auch eben, was machen andere Versicherungen. Aber grundsätzlich, es kommt wirklich darauf an, also ein Gesamtpaket ist schwierig. Also da gibt es schon auch noch Luft nach oben, darf ich das sagen. Aber ich denke, da gibt es schon auch eben einzelne Dinge, die man sicherlich sehr inspirierend finden kann und die wir uns dann auch anschauen, wie können wir das umsetzen. Was mich eben auch interessiert, wie das ganze KI-Thema hier noch zum Tragen kommt, weil wir sehen schon verschiedene Anwendungsbeispiele, aber im Employer Branding ist es doch noch die Frage, wie setzt man es da ein? Also das ist auch wieder ein Thema für sich, aber das beobachten wir auch mit Spannung und überlegen auch für uns, was können wir tun, um das Ganze ja mal auszuprobieren und eine Innovation zu schaffen. Ja, du hast jetzt gesagt, eben beispielsweise die Swisscom, also ein Telekommunikationsanbieter in der Schweiz, hat schon Dinge erarbeitet, die du in der Schweiz noch nicht gesehen hast. Kannst du da konkret zwei, drei Dinge nennen? Ja, also ich mag mich erinnern, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich glaube, sie hatten so einen Culture Check auf ihrer Website oder in den Stellenanzeigen. Den fand ich damals noch cool mit diesem eine Art Gamification Aspekt zu schauen, passe ich zu dieser Firma. Das war einfach in der Schweiz noch nicht so verbreitet. Es war relativ neu, und doch auch die Infos, die aufbereitet sind, oder die ganze Navigation auf der Website, die fand ich recht cool, und dachte so, eben teilweise ist das wirklich, ja, bei anderen ist das noch recht statisch oder noch nicht so, wie soll ich sagen, so ausgebaut mit den Funktionen. Das ist jetzt eben rein mal die Webseite, die ich zum Beispiel angeschaut habe. Was ich auch cool fand, ist der TikTok-Auftritt, oder auch, dass sich der CEO so hin und wieder gemeldet hat und dass diese Plattform auch genutzt hat. Also eben, es sind verschiedene Touchpoints, die ich fand, die waren recht cool ausgearbeitet. Und da gibt es eben auch andere Beispiele, wie eben zum Beispiel auch die VBZ,
die zum Beispiel so einen Tag von einem Trump-Piloten abgebildet haben in einer recht coolen Timeline. Solche Sachen, also das ist sehr persönlich, aber ich fand, das ist mal was Neues und sehr erfrischend und sicherlich ja, inspirierend auch für Mitbewerber. Jetzt hast du TikTok erwähnt. Wie seid ihr auf TikTok aktiv, beziehungsweise welches Potenzial seht ihr bei TikTok im Bereich Employer Branding? Ja, also ich bin ja 2020, habe ich bei Helvetia angefangen und damals war das doch auch noch so für die Unternehmen. Es waren noch nicht viele Unternehmen auf TikTok damals, also Schweizer Unternehmen. Und wir hatten uns vorgenommen, da zu den First Movern zu gehören. Wir haben auch angefangen, Videos zu produzieren, aber eben, es ist wirklich sehr aufwendig. Das haben wir auch festgestellt wie andere. Und ich denke, das ist wirklich eine Frage der Haltung oder wo investiert man seine Zeit, was hat man für Ressourcen auch. Und wir haben da auch verschiedene Dinge ausprobiert, mit Externen gearbeitet, in-house gearbeitet. Aber momentan hat es bei uns wieder, haben wir wieder einen neuen Versuch gestartet, bei dem wir, weil bis jetzt war es wirklich, wir hatten noch keinen Durchbruch aus Employer Branding Sicht, wie andere Firmen, die das wirklich sehr cool gemacht haben. Und ich denke, für uns ist es mehr, man kann jetzt sagen, ich weiß, ist der Zug schon wieder abgefahren, braucht man jetzt wirklich TikTok noch als Unternehmen? Wir haben ja zum Beispiel unsere Tochterfirma Smile, die macht das auch recht gut und unsere Recruiter, die auch für Smile rekrutieren, die merken das schon auch bei den jungen Bewerbenden, dass das durchaus ein Thema ist und dass man das sieht. Also dass man das auch cool findet, wenn ein Unternehmen sich da zeigt und da, weiß doch nicht, irgendwie mal einen Flashmob macht. Ich sage jetzt was, also du weißt, was ich meine. Es kann wirklich einen positiven Effekt haben, aber es ist für uns auch noch die Frage, was ist unsere Sprache auf TikTok? Und da lassen wir uns aber auch Zeit. Also das ist jetzt nicht unsere höchste Prio, aber sicherlich ein spannendes Tool für uns auch, um hin und wieder was auszuprobieren. Welche Plattform ist für euch momentan die relevanteste Plattform, um eben künftige Talente oder zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren? Also wir sind sicher am häufigsten auf TikTok, auf LinkedIn meine ich, weil das ist so der Employer Branding Kanal schlechthin. Auch wenn man die anderen Firmen anschaut, die ein Unternehmensprofil zum Beispiel auf LinkedIn haben, da geht es selten um ihre Dienstleistungen und Produkte, sondern wirklich um sie als Arbeitgeberin. Und oft ist der Kanal auch in den Händen von Employer Branding Professionals. Also das ist wirklich, das ist immer noch eine Jobplattform, okay? Also das müssen wir, glaube ich, gar nicht hier betonen, aber ja, es ist schon auch wichtig, auch dort sich immer wieder neu zu erfinden oder mal was Neues auszuprobieren, neue Ad-Formate zum Beispiel auch, und da werden wir auch dieses Jahr wieder was machen. Grundsätzlich aber, es kommt wirklich auch sehr auf die Zielgruppe drauf an, also wir sind da sehr offen, aber ich denke, wenn man rein jetzt gerade schaut, wo investieren wir die meiste Zeit oder den meisten Content rein, ist das schon LinkedIn, ja. Wie geht ihr vor? Jetzt, Employer Branding ist ja das eine mit dem Markenauftritt. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, eben das Recruiting, oder ich sage jetzt mal das Performance Recruiting, also dass man nicht nur organisch Inhalte publiziert, sondern halt eben auch im Paid-Bereich, also im bezahlten Bereich. Wie hoch ist da die Relevanz von euch, beziehungsweise habt ihr da Erfahrungswerte, wo ihr sagt, okay, Paid-Bereich versus klassische Stellenanzeigen, was funktioniert besser? Also ob es quasi im Paid-Bereich best, also ob wir da zum Beispiel so etwas wie A/B-Testing oder so gemacht haben? Ja, oder einfach was, also ob es Punkte, also ob man sieht, funktionieren heutzutage Performance-Kampagnen besser als eine klassische Jobanzeige? Okay. Ja, also so genau tracken kann man es ja am Ende nicht, oder wo die verschiedenen Touchpoints sind. Das wäre natürlich schön, dass man sieht, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Awareness-Maßnahme und dann mal schauen, ob jetzt die Bewerbungen hochgehen oder nicht. Also es ist teilweise natürlich auch für uns nicht alles trackbar oder nachvollziehbar, aber grundsätzlich, also Performance-Marketing-Kampagnen
die spüren wir schon. Also wir haben auch eben zwischendrin, wir haben ja verschiedene Kampagnen, die laufen, und wenn mal eine Kampagne abläuft oder so, dann merken wir das schon auch bei den Ansichten. Und die klassischen Stellenanzeigen, dort ist es einfach wichtig, dass man die auf den richtigen Kanälen platziert. Und auch dort, die Recruiter haben dort auch Möglichkeiten, um so eine Stelle zu bewerben, ohne dass man zum Beispiel eine Ad gleich schaltet. Weil wir hatten auch schon, wir sind im Team mit den Recruitern zum Beispiel, und es war spannend. Eine Zeit lang war es sehr hektisch im Recruiting-Team, also sie waren unterbesetzt. Und dann sind sie praktisch immer wieder zu uns gekommen, ja, ich habe zu wenig Bewerbungen auf diese Stelle erhalten, kannst du bitte eine Ad schalten? Und dann dachte ich schon, oh, okay, langsam fängt es wohl an mit dem Fachkräftemangel oder so, also dass wir das auch spüren. Und dann haben sie das Team ein bisschen, dann waren sie nicht mehr unterbesetzt, und plötzlich hat das wie aufgehört, dass sie dann immer wieder zu uns kamen. Und ich habe gemerkt, auch bei den Views, das sind im Schnitt immer mehr. Also man sagt ja auch, ich habe irgendwo mal gehört, so ab 150 Views auf einer Stellenausschreibung gibt es eine Bewerbung. Da gibt es verschiedene Studien, aber das war so für mich so eine, die habe ich mir gemerkt. Und dann eben, wenn ein Recruiter kam, meinte, ich habe zu wenig Bewerbung, habe ich geschaut, okay, wie viele Views hast du denn, welchen Hebel muss ich bewegen? Und eben, als sie wieder mehr Zeit hatten, da habe ich gemerkt, sie haben schon auch ihre Tricks, um eine Stelle zu bewerben. Also eben erstens mal, auf welchen Portalen publizieren sie die Stellenanzeige, Active Sourcing, im Netzwerk streuen. Und eben Performance Marketing ist natürlich auch sehr wichtig, um das Ganze zu unterstützen, oder auch die Awareness vom Arbeitgeber-Brand. Aber ich denke eben, am Ende sind es ganz viele Dinge, die da zusammenspielen. Da kann man schlecht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Es ist nicht überall direkt nachvollziehbar, was der Return on Investment ist. Das heißt ja, man hat ja unterschiedliche Touchpoints. Das heißt ja auch eine Candidate Journey eigentlich von Talenten oder von Personen. Habt ihr da intern sowas ausgearbeitet, wo ihr sagt, wir haben eine Candidate Journey, auch vielleicht mit der Relevanz drauf, mit der Art der Botschaften, bis hin auch zu Funnel-Modellen, wo man sagt, okay, auf diesen Plattformen möchte ich das vertiefen, auf diesen das vertiefen. Ja, das ist, als ich angefangen hatte vor 4 Jahren, haben wir das wirklich mal so angefangen. Und das, ich denke, fürs Recruiting haben wir das. Aber eben, wie wir auch schon darüber gesprochen hatten, Employer Branding greift natürlich weiter. Da geht es um die ganze Employee Journey oder Experience oder was auch immer. Und da sind wir jetzt auch gerade dran, mit unserem Change and Development Team das Ganze nochmal auszuweiten. Das ganze Onboarding, Offboarding, das fließt alles auch ins Employer Branding. Also die Touchpoints gehen quasi viel weiter als alles, was vor der Anstellung kommt. Und das werden wir sicher das Jahr, werden wir intensiv damit arbeiten. Genau, also da sind wir gerade dran. Aber fürs Recruiting, da haben wir das schon länger. Auch die Funnel-Modelle, was ist ein Lead etc. Das haben wir alles mal definiert. Und auch die verschiedenen Botschaften, Content-Pieces, Kanäle. Wir arbeiten meistens damit. Also eben, Funnel hin oder her, oder welches Modell das man auch nimmt. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man das irgendwo mal auseinander nimmt und anschaut. Und das haben wir. Und ich glaube, sonst wäre das auch nicht so abgestimmt oder wäre mir auch nicht wohl damit. Verlassen wir den Paid-Bereich und kommen nochmals zurück auf den organischen Bereich. Was mich noch wundern nimmt, wie ihr das handhabt, weil oftmals, es ist dann Employer Branding oder Recruiting oder HR allgemein, die natürlich auch den Anspruch haben, auf den Unternehmensaccounts, des Unternehmens Inhalte zu publizieren. Es gibt aber noch viele andere Abteilungen, die Kommunikationsabteilung, die Marketingabteilung, Produktmanagement, Kundenservice etc., die alle Inhalte haben, die dann auf Social Media geteilt werden. Also eben sei das auf LinkedIn, sei das auf Facebook, Instagram, TikTok, whatever. Da ist so die Frage, wie handhabt ihr das intern? Habt ihr eigene Kanäle für das Employer Branding von Helvetia? Oder arbeitet ihr mit den bestehenden Kanälen? Und wenn ja, wie
könnt ihr da ein Gleichgewicht hinkriegen mit Employer Branding Inhalten, aber eben auch, ich sage jetzt mal, den unternehmensrelevanten Inhalten. Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, weil das ist schon ein Thema im Employer Branding. Also was genau, wo publiziert man was, wie läuft das mit den restlichen Inhalten? Und wir haben bei Helvetia ein Social Media Konzept, wir haben ein Social Media Team, das natürlich quasi die Hoheit über die Kanäle hat. Und wir sind quasi eine Disziplin darin, wie auch unsere Sustainability-Abteilung. Also so kann man das ein bisschen verstehen und das läuft wirklich auch, es ist ein Newsroom, da stimmt man sich ab gegenseitig, wer publiziert wann was, kann man vielleicht auch Dinge gegenseitig pushen oder zu einer gleichen Zeit etwas machen oder ein ähnliches Thema aufgreifen, wie zum Beispiel ESG oder so. Also das ist sehr, ja, da arbeitet man sehr eng dann in diesem Newsroom zusammen, also einfach mit wöchentlichen Abstimmungen. Und bei uns ist zum Beispiel, es ist dann auch definiert, wie oft, also ungefähr, gell, publiziert Employer Branding, wann sind unsere Slots, wie oft pro Woche, auf welchen Kanälen, gerade wenn es ums Organische geht, aber eben auch, wenn wir dann etwas bewerben daraus. Also das, da laufen die Fäden alle zusammen über das Social Media Team zum Beispiel. Okay, also das heißt eben, ihr habt dann entsprechende Slots, die ihr besetzen könnt mit Themen. Das Social Media Team schaut, dass das passend daherkommt, beziehungsweise im Newsroom wird geschaut, kann man Themen zusammen nehmen oder vielleicht ein Thema auch nehmen, das dann auf das Employer Branding einen Einfluss hat oder umgekehrt. Genau. Dass das eigentlich im Newsroom organisiert wird. Genau, und bei uns war schon auch mal die Frage, also ich habe auch einen Benchmark erstellt, welche Unternehmen haben zum Beispiel einen separaten Instagram-Jobs-Kanal, war damals noch fast verbreiteter als, da gab es schon einige Beispiele und eben auch die Frage, wer verantwortet LinkedIn und so. Und ich denke grundsätzlich eben am besten ist wirklich, man stimmt sich ab mit den anderen Inhalten, weil es ist sehr schwierig, wenn man jetzt so eine eigene Plattform hat, allein schon auf Instagram, man merkt das, oder? Meistens sind das die eigenen Mitarbeitenden, die dieser Seite folgen und entsprechend kommuniziert man fast nur an die eigenen Mitarbeitenden. Also je nach Algorithmus natürlich. Auch auf LinkedIn merken wir stark natürlich, dass das unsere größte Followerschaft sind unsere eigenen Mitarbeitenden. Also da aus der Bubble rauszukommen, rein organisch, ist wirklich schwierig. Und deswegen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man sich da mit anderen nicht zusammentut, dass man da wirklich am Ball bleiben muss, um da organisch zu wachsen. Und deswegen ist bei uns klar die Entscheidung auch, weil wir eine Brand sind und ein Hashtag Team Helvetia, wie wir immer schön sagen, dass wir das so zusammen machen wollen. Und eben also mit dieser Newsroom-Lösung klappt das auch prima. Und haben wir uns da gute Voraussetzungen geschaffen. Und auch ein gutes Vertrauen ist auch wichtig, oder gegenseitig, dass man da Vertrauen darin hat, dass die andere Abteilung den Job hoffentlich auch gut erledigt, also dass da was Cooles kommt. Du hast gesagt, sehr viele Mitarbeitenden, die natürlich den eigenen Accounts folgen und somit auch interagieren. Habt ihr da intern Bestrebungen oder ein Programm oder irgendeine Initiative am Laufen, dass ihr nicht nur Corporate Influencer habt, sondern auch, dass die Mitarbeitenden eigentlich mit den Inhalten antizipieren, diese teilen, weiter verbreiten? Gibt es da ein Belohnungssystem? Also es gibt ja das Employer Advocacy, da gibt es ja auch Tools dafür. Habt ihr sowas bei euch? Oder wie fördert ihr das, wenn schon so viele Mitarbeitenden die Kanäle folgen? Ja, genau. Also wir nutzen einfach das Tool Ambassify bei Helvetia. Das ist eben im Prinzip das, was du gerade beschrieben hast. Und da stellen wir dann auch Inhalte zur Verfügung, die man mit wenigen Klicks teilen kann. Wir haben eben auch Webinars, die erklären, wie man jetzt zum Beispiel Social Media nutzen kann oder LinkedIn. Und wir ermutigen dort eigentlich schon auch jetzt die jetzt nicht in einem Corporate Influence Programm sind, dass sie aber doch auch versuchen, auch in solche Inhalte einen Mehrwert
zu packen, indem sie nicht einfach in 2 Sekunden teilen, weil es ist, genau, das ist nicht immer vorteilhaft, sondern wirklich auch mit eigenem Kommentar Inhalte teilen und so, ja, auch ihre Meinung quasi teilen, ja. Sehr, sehr spannend. Also ich höre also heraus, es läuft einiges bei euch, eben mal angefangen die Newsroom-Organisation, natürlich nicht nur wegen dem Employer Branding, sondern wegen der Themenvielfalt, aber da mal so die erste Anlaufstelle, dann Performance-Marketing-Team, das euch unterstützt auch im Performance-Recruiting, also dass man nicht nur Stellenanzeigen auf den gängigen Plattformen veröffentlicht, wo man ja die suchenden Personen angeht, sondern über das Performance Recruiting Menschen anspricht, die vielleicht noch gar nicht auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, aber so auf neue Stellen aufmerksam gemacht werden. Also sage jetzt mal, die Spitze des Eisbergs, die findet man ja entsprechend auf dem Jobportal und alles darunter. Die Wechselwilligen, das sind ja relativ viele, wenn ich da den Statistiken Glauben schenke. Es glaube ich um die 55%, die sich überlegen, in den nächsten 18 Monaten die Stelle zu wechseln. Also das ist ja eine enorme Anzahl, obwohl die vielleicht dann noch nicht auf den Plattformen suchen. Dann im Corporate Influencer, die ihr einsetzt, die ihr ja auch gezielt einsetzt, um Employer Branding Themen zu vermitteln oder eben auch die Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, damit das nicht einfach nur als, sage jetzt mal, Kommunikations- und Marketinggelaber daherkommt, sondern auch authentisch vermittelt wird, was läuft gut, was läuft vielleicht noch nicht so gut. Und dann eben auch die Mitarbeiterinvolvierung, um eigentlich die Mitarbeiter als Multiplikatoren für eigene Botschaften zu nutzen. Haben die Mitarbeiter auch einen Benefit, wenn aus ihren Empfehlungen neue Mitarbeiter entstehen? Also wenn sie Mitarbeiter anwerben? Ja, das haben sie. Also das ist ja das ein zusätzlicher Anreiz, dass sie da auch auf Social Media ihren... Genau. Also ich denke, das ist heutzutage, die meisten Unternehmen, die ich kenne, haben so ein Programm und das ist wirklich, wird auch zum Beispiel in Assessments gefragt, wie bei Top Employer, ob man das hat. Also ich denke, das gehört schon fast zum guten Ton und ist auch wichtig, wenn man sich überlegt, wie teuer Recruiting ist, wie wichtig das Netzwerk der Mitarbeitenden ist. Also, dass man das entsprechend auch quasi belohnt, finde ich, gehört zu einer guten Arbeitgeberin. Und haben wir. Und also mir ist vorhin noch in den Sinn gekommen, als wir das ganze Thema besprochen haben und ist ja jetzt auch immer wieder in den Medien, Plattformen wie Kununu oder so sind natürlich auch sehr wichtig, wenn man gerade über eben Mitarbeiteraktivierung spricht oder einfach auch, wie sich die Mitarbeitenden auch beteiligen können an einer Employer Brand. Da sieht man natürlich, Kununu wird auch immer sehr oder ist schon lange sehr wichtig auch in diesem Bereich und ist sicherlich auch ein Teil der, ja, also ich nehme es gerne eben, wenn ich von Funnel spreche, wenn es um Reputation oder so geht, dass man da Kununu wirklich auch als KPI berücksichtigt, aber auch andere Dinge, aber sicher da auch ein Fokus drauf rein aus Employer Branding Sicht. Das ist mir gerade noch spontan in den Sinn gekommen. Ja. Genau, also so die klassischen Bewertungsportale, eben Glassdoor gibt es ja noch, eher international Kununu, eher deutschsprachiger Raum unterwegs. Aus meiner Sicht teilweise umstritten. Genau, ist ja drum auch gerade wieder in den Medien. Aber mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber es ist sehr spannend auch. Also es ist doch, ich denke, also das ist auch das, was wir von den Rekruten immer wieder hören. Das wird schon angeschaut und ist schon auch etwas, das uns wichtig ist, dass zum Beispiel dass man da auch regelmäßig mal drauf schaut und Feedback abgibt und nicht nur quasi wie bei allen Bewertungsplattformen, dass dann nur das Negative kommt. Also das ist auch etwas, klar, das muss man aus Employer Branding Sicht sich überlegen, wie man das handhabt. Mhm. Genau. Ja.
Genau, noch zum Schluss, du hast ja noch gesagt, ihr macht intern so Webinare, wie sie dann, wie Mitarbeitenden auf Social Media auftreten können. Das ist ja eigentlich dann genau das, was du in einem zweiten Standbein machst, im Personal Branding. Geht das in die Richtung, dass ihr auch den Mitarbeitenden sagt, hey, mach dir Gedanken, als was möchtest du wahrgenommen werden im Netz oder wie möchtest du wahrgenommen werden und wie wird das Angebot genutzt? Ja, eben, das hat relativ früh angefangen, als ich, also eben 2020 hatte ich angefangen, das war so zu dieser Corona-Lockdown-Zeit, da hat sich vieles ins Netz verlagert, also vieles, was sonst in den Kaffeeräumen passiert. Und da ist so wirklich bei allen der Wunsch aufgekommen, ich muss da sichtbar werden oder bei viel mehr, sagen wir es mal so. Und viele haben sich gefragt, wie kann ich das machen? Und da haben wir wirklich angefangen, ja, überleg dir genau, wie möchtest du denn wahrgenommen werden? Und wir hatten zuerst Live-Workshops eingesetzt, aber aufgrund der Skalierbarkeit solcher Live-Workshops sind wir dann wie alle irgendwann mal auf Webinars umgestiegen, also wirklich auf ein voraufgezeichnetes Webinar. Und das, genau, das ist bei uns im Learning und wird beim Onboarding erwähnt und auch sonst mal immer wieder. Und das ist aber schon etwas, was wir gemerkt haben, es ist eine Art Netiquette oder nice to have oder gibt so ein bisschen eine Basis, ja, oder eine Idee, wie man auf den Kanälen unterwegs sein könnte. Aber das braucht definitiv mehr, jetzt zum Beispiel, wenn man Corporate Influencer aufbauen möchte. Also das reicht jetzt nicht. Die Nutzung ist okay. Live-Workshops waren beliebter, also mehr quasi Teilnahmen im Monat. Aber das ist, denke ich, immer so mit Live-Workshops. Genau. Und die Webinars sind aber wirklich für uns jetzt eine gute Entlastung, weil wir viele Anfragen bekommen. Ich weiß nicht wie, wo kann ich anfangen? Dann sagen wir immer, nimm das als Basis und dann kannst du sonst gerne nochmals kommen und wir schauen weiter. Genau. Sehr gut. Senada, vielen herzlichen Dank. Aus meiner Sicht ein paar spannende Einblicke und auch ein guter Überblick, eben was ist Employer Branding im digitalen Raum, wie kann man vorgehen, auf was muss man achten und eben auch wie vielseitig das ist. Und eines der Punkte, die ich herausnehme, ist sicherlich auch die Mitarbeiter befähigen, dass sie selbst eine Sicherheit haben, im Netz aktiv zu sein, um so die Botschaften des Unternehmens auch weitertragen zu können, dass das nicht nur die Corporate Influencer machen sollten oder müssen, sondern eben auch, dass das Mitarbeitende machen können, die nicht im Corporate Influencer Programm sind. Genau, unbedingt. Und ich denke, das ist definitiv unsere DNA. Es gibt andere, die machen es anders, aber wir sind wirklich ja, sehr happy, wenn wir alle Mitarbeitenden motivieren können, etwas über ihren Arbeitsalltag zu erzählen. Wenn sie sich da inspiriert und enabled fühlen, dann genau ist das für uns auch ein gutes Zeichen und ist sicher ein wichtiger Teil unseres Employer Brandings. Genau. Sehr gut. Senada, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für die Einblicke. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir eine Episode aufzunehmen. Wir haben ja schon wie in der Einleitung gesagt, früher zusammengearbeitet. Auch das Vorgespräch ging über 30 Minuten, wo wir dann sagten, okay, jetzt müssen wir aber wieder zurück aufs Hauptthema kommen. Von daher, es war mir ein Fest mit dir. Und ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und Cool. wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Vielen Dank. Danke dir, Thomas, danke für die Einladung und ja, sehr spannende Fragen. Also da war alles dabei. Also ich freue mich auf das Ergebnis und bin gespannt genau auf die weiteren Insights, die wir von dir ja regelmäßig erhalten. Also danke auch für dein Engagement und genau, wir hören uns bald. Danke dir. Super, vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und/oder Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via LinkedIn, Instagram, Facebook oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com.
Wir hören uns bereits am nächsten Montag mit den Social Advertising News. Da machen wir wieder einen kurzen Rückblick, was ist in der Vorwoche alles Spannendes rund um Social Advertising passiert. Wenn dich das interessiert, dann unbedingt jetzt abonnieren, so dass du am Montag die neueste Episode nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss!